Willkommen zurück zu Gothic 3. Es ist stockdunkel, es ist mitten in der Nacht. Wir haben in der letzten Folge für Porgan, den Druiden hier oben in der Höhle, beim Waldvolk, haben wir Steinwurzeln gesucht. Und dann haben wir die gesucht und dann haben wir die gebracht. Und dann wollte er gleich nochmal welche. Ich habe außerhalb der Aufnahme nochmal den Rest gesucht. Und ich hoffe, die reichen jetzt auch. Hier, deine Steinwurzeln. Gute Arbeit, Wanda. Nun kann ich den Druidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Druidenstein und verwahre ihn besser, als ich dazu imstande war. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt einen Druidenstein. Ich weiß noch nicht, für was der ist. Lernen brauchen wir nicht. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Ja, hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Gott, wie der seine Arme verrenkt. Das tut doch weh beim Zuschauen. Gut. Und wir sind hier fertig. Wir schauen uns den Druidenstein mal an. Wir können den höchstens dann eventuell nutzen zum Zuschlagen. Wo ist der denn? Druidenstein des Rippers. Mit diesem Stein kann sich der Held... Was? Wir können uns in einen Ripper verwandeln. Das probieren wir doch gleich mal aus. Moment. Wir machen das bei Tag. Gibt es hier irgendwo ein Bett? Wir hauen uns mal kurz hin. Ich bin nämlich lieber am Tag unterwegs. Ich bohr mir das mal kurz, das Bett. So, dann sind wir nämlich hier beim Waldvolk schon fertig mit den Quests. Und jetzt probieren wir mal den Stein. Der kostet 30 Mana. Wir haben 100. Oh, wie cool ist das denn? Okay. Können wir da auch einen Wolf angreifen? Was wir hier für eine Angriffsgeschwindigkeit haben. Okay. Alles klar. Ha, wir können nicht plündern. Wir gehen hier mal so weiter. Hält das jetzt ewig an oder ist das zeitlich begrenzt? Ich weiß es nicht. Wir laufen mal so weiter. Ah, schön, schön. Vor allem die Angriffsgeschwindigkeit ist der Hammer. Da kann unser Held einpacken. Da haben wir uns wieder zurückverwandelt. Offenbar ist da doch ein Counter drauf, ein zeitlicher Counter. Na gut, dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht haben wir hier noch was übersehen. Eine kaputte Hütte und Echsenwesen. Komische Echsenwesen. Na gut, also unser Ziel ist ja immer noch Monterra hier im Norden. Ich fand es etwas schade, dass es hier nichts zu plündern gab. Wir gehen mal weiter. Was hier überall für Ruinen rumstehen. So, da vorne ist wieder ein Scavenger. Der uns aber mittlerweile nicht mehr gefährlich werden kann. Ich will mal hier rüber gehen. Oh, das war so klar. Das war so klar. Bei den Wildschweinen geht es jetzt eigentlich auch mittlerweile. Das funktioniert auch ganz gut. Ich ärgere mich nur, dass wir keine Felle bekommen. Oh, da sind ja noch mehr. Da ist sogar ein Aussichtsturm. Gehen wir gleich hoch. Da muss es doch irgendwo was geben. Heilpflanzen. So, ich habe heute auch im Kommentar gelesen, ich lasse immer so viele Sachen links liegen,
und übersehe die. Das kann schon sein. Ist ja schließlich ein Blind-Let's Play, ne? Da wird nicht alles mitgenommen, was man so sieht. Nicht sieht. Oder wie auch immer. Es ist halt schwierig. Also ich denke mal, das wird euch genauso gehen. Bloß bei euch fällt es nicht auf, weil ihr keine Aufnahme davon habt, wenn ihr spielt. Es ist schon so, dass man natürlich vieles übersieht, vieles nicht mitnimmt. Das kann schon mal passieren. Die Truhen will ich eigentlich immer alle mitnehmen, dass ich nicht alle Kräuter und Wurzeln und Gedöns, was hier rumliegt, mitnehme. Das sollte auch klar sein, sonst werde ich nämlich hier nicht mehr mit dem Aufheben fertig. Da ist nämlich alle 2 Meter ist irgendwo was, wächst irgendwo was, das wir mitnehmen. Deswegen habe ich mich aktuell hier auf die Heilpflanzen beschränkt und das andere, okay, das andere nehmen wir so Pi mal Daumen mal mit. Hör auf! Sage ich noch, dass uns die nicht mehr gefährlich werden, die Weltschweine. Na gut. Also ich beschränke mich jetzt eher hier bei den Sachen auf die, für die wir Rezepte haben und bei denen ich weiß, was ich damit anfangen muss. Und das sind halt aktuell nur die Heilpflanzen. Hier eine Höhle? Nein. Alles andere ist mir noch ein Rätsel. Aber vielleicht, wenn wir dann mehr Rezepte bekommen und vielleicht mal für Ausdauertränke oder sowas auch bestimmte Pflanzenarten brauchen, dann werde ich die natürlich auch vorrangig mitnehmen. Hier zum Beispiel Zauberwurzel. Ich habe keine Ahnung, das hört sich wertvoll an, deswegen nehme ich die mit. Aber ich nehme jetzt nicht jede Zauberwurzel mit. So, hier haben wir eine Ruine. Ist jetzt schon wieder im Kampf. Oh, da kommt hier das Wildschwein durch die Ruine durch. Ich sollte wieder auf den Weg zurückwechseln, Mensch. Aber hier ist wieder... ist alles immer so interessant. Und vielleicht gibt es ja doch irgendwas. Zum Beispiel wieder eine Zauberwurzel. Da vorne... Ach, oh, da ist... Hier wimmelt es ja wieder vor ihr Ebern, vor Wildschweinen. Ich habe doch geblockt. Ich wollte mal nachschauen, ob Blocken überhaupt was bei Tieren bringt, weil irgendwie... Ich kann so oft blocken, wie ich will. Der Angriff kommt trotzdem durch. Und das ist halt komisch. Bei den Orks, bei den Räubern, das war überhaupt noch kein Problem. Da haben wir schon des Öfteren geblockt, aber hier so richtig funktioniert es noch nicht. So, Schnapsbeere, ja. Leider nichts, einfach nur altes Gerümpel, das hier rumliegt. So, hier geht es nach Ardea. Da kommen wir wieder zurück. Da würden wir dann quasi... da müssen wir aber... Moment. Wir können jetzt geradeaus gehen. Wir können aber auch rechts gehen und dann nach Norden. Und das machen wir auch. Dann gehen wir hier den kurzen Weg noch ab. Sind das da vorne Banditen? Rebellen. Sehr schön. Rebell Otis. Für den König! Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit, bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Der hat eine schöne Rüstung. Die hätte ich gern. Von welchen Wüstenhändlern sprichst du? Wenn du die Straße nach Westen folgst, kannst du noch ihren alten Kram liegen sehen. Wir haben sie ausgenommen und in die Flucht geschlagen. Wo sind diese Wüstenhändler jetzt? Sie sind nach Montera gelaufen. Wäre besser für sie, wenn sie da auch bleiben. Was bist du denn für einer? Du bist ja kein Rebell, du bist einfach nur ein lausiger Bandit. Was machst du hier? Ich warte auf eine Nachricht von unserem Mann in Montera. Euer Mann? Wir haben einen Mann bei den Söldnern eingeschmuggelt. Er soll herausfinden, wann der richtige Moment ist, eine Revolution zu starten. Erzähl mir mehr über euren Spitzel bei den Söldnern. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das wäre zu einfach. Ihr habt die Wüstenhändler ausgeraubt?
und wie wir das haben. Doch bevor du auf dumme Gedanken kommst, wir haben schon alles nach Okara gebracht. Erzähl mir mehr über Okara. Darüber wirst du noch früh genug etwas erfahren, glaub mir. Ich will bei euch mitmachen. Dann beweise es. Seit einigen Tagen lungert so ein dämlicher Söldner bei unserem Treffpunkt herum. Der Kerl stört unsere Kontakte untereinander. Mach, dass er verschwindet. Wo ist euer Treffpunkt? Auf dem Hügel südlich von Montera. Dort steht eine alte Turmruine. Okay, auf dem Hügel südlich von Montera. Montera müsste da vorne sein jetzt. Hier unten irgendwo, in dem Bereich. Eigentlich will ich ja bei denen gar nicht mitmachen. Das war jetzt sehr unsympathisch. Haben die einfach mal Wüstenhändler ausgeraubt. So, da unten sehen wir die Stadt schon. Da müsste das hier oben irgendwo sein. Ah, da liegen auch wieder Skelette rum. Na gut. Dann schauen wir uns jetzt mal Montera an. Und ich denke mal, da gibt es dann auch die ein oder andere Quest. Und dann werden wir sowieso das Umland erkunden. Moment, ist das Montera? Die verfallene Ruine? Das kann ja nicht sein. Wie ich um das Wildschwein hier rumtanze, seht ihr das? Eins vor, eins zurück. Wie ein Profi. Das sieht ja... Hä? Ich habe mir jetzt hier eine wunderschöne Stadt erwartet, aber na gut. Da ist eine Höhle da vorne. Nee, da gehen wir noch nicht rein. Da werden wir eventuell reingeschickt. Hier geht's nach Montera. Das ist ja eine verfallene Bruchbude. Wer wohnt denn hier freiwillig? Da war es ja in Ardea noch schöner. Ach, Orks sind hier. Auch wieder Orks. Nein, ich dachte, das wäre sowas wie eine Menschensiedlung. Offenbar gibt es keine Menschensiedlungen mehr. Und ich sehe schon Sklaven da vorne. Mach hier keinen Ärger, klar? So, wen haben wir hier? Sklave. Oh, da vorne ist ein Turm. Eventuell müssen wir da hoch. Für den... Ich schaue ganz kurz. Dauert nicht lang. Über Stock und Stein. Was liegt denn hier für Gerumpel? Das sind alles die Steine von der Burg. Ah, da ist einer. Und den sollen wir jetzt vertreiben. Vielleicht können wir uns auf seine Seite schlagen. Das ist jetzt südlich, das ist ja eher westlich. Was habt ihr denn für Kartennavigation? Trano. Verschwinde, du Wurm! Oh, kleine Pause, hä? Solltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas? Was interessiert dich das? Lass mich in Ruhe! Der ist aber unhöflich. Geh wieder an die Arbeit und ich mach Meldung. Geh wieder an die Arbeit oder ich mache Meldung bei deinem Vorgesetzten. Tatsächlich? Da krieg ich ja richtig Angst. Verschwinde einfach, du Spinner! Der Hügel hier ist zu klein für uns beide. Ach ja? Und was willst du jetzt dagegen unternehmen? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Soll ich den jetzt hauen? Ich speier mal. Weg mit der Waffe! Na? Du wagst es, mich zu schlagen? Oh! Jetzt haben wir zum Beispiel einmal geblockt. Ich probiere das jetzt mal kurz aus, ob das der war, den die Rebellen gemeint haben. Ich bin mir da nicht sicher. Da unten sehe ich einen Schrein, den müssen wir auch noch anschauen. Oder ob das irgendein unschuldiger Bürger war, den wir jetzt einfach nur belästigt haben und ausgeraubt bzw. getötet. Der war zwar unfreundlich, aber er hat uns ja nichts getan.
Mal schauen. Stör mich nicht. Ein schönes, warmes Feuer. Okay, das war dann nicht. Das heißt, wir laden jetzt nochmal neu. Ich will hier nicht die unschuldigen Bürger einfach töten. Dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Eventuell können wir da in der Stadt was rausfinden, an wen wir ihn verpetzen können. Und vielleicht geht er dann zurück an die Arbeit. Warum auch immer. Warum auch immer uns das kümmern sollte, ob der arbeitet oder nicht. So, haben wir mit dem gesprochen? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Gesprochen haben wir schon mit dem. Wir gehen mal kurz runter zu diesem Schrein. Ich habe hier immer jemanden sprechen gehört. Ich glaube, das waren die Rebellen hier drüben. Belia. Magie, Magie, Lebenskraft, magische Kraft. Gewähre mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Oh Mann, oh Mann. Das ist so heftig, dieses Levelsystem. Lernpunkte 23. Da muss man so genau überlegen, wo man Punkte investiert. Und ich bin da immer eher der Meinung, ich will die in Eigenschaften investieren. In neue, statt irgendwie in Lebenspunkte oder so. Aber wir müssen da ein gesundes Mittelmaß finden. Gut, dann schauen wir uns mal hier in der Stadt um. Ich hätte mir die jetzt schon ein bisschen prachtvoller vorgestellt. Als wenn das so einfach wäre. Sklave, Sklave, Sklave. Lass mich in Ruhe. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Da sitzt einer. Bradley. Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten, Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Ausgetauscht? Was meinst du? Wir können die armen Hunde nicht ständig im Tempel buddeln lassen. Sie brauchen auch mal eine Auszeit. Dazu tauschen wir wöchentlich die Sklaven mit den Bauernhöfen. Die Arbeit draußen ist etwas leichter. Die Burschen erholen sich wieder echt gut. Ich suche dir einen Sklaven aus. Gut, aber mach nicht zu lange. Den Sklaventausch machst du gefälligst selbst. Okay, das hört sich ja ganz gut an. Sklaverei nicht, aber dass hier mal durchgetauscht wird und dass die nicht arbeiten müssen, bis sie sterben. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, wieso hier der Mensch kein Sklave ist und hier die Menschen schon Sklaven, bloß weil er kämpfen kann oder so. Oder was bringt ihn dazu, dass er hier als Vorsteher arbeitet und nicht als Sklave? Ich kann nicht mehr. Du solltest jetzt gehen. Was müssen wir denn? Besser, du gehst weiter. Müssen wir einfach nur mit denen sprechen? Scheiße, ist das schwer! Du solltest jetzt gehen. Besser, du gehst weiter. Sonst kriegen wir noch Ärger. Du solltest jetzt gehen. Die sagen ansonsten... Wir kriegen beide noch Ärger. Nichts. Na gut. Also, wir bleiben mal im unteren Ring, wenn man das so bezeichnen kann. Und gehen hier mal weiter. Ich plündere jetzt absichtlich nicht alles. Oh. Wolfsfell, das nehmen wir mit. Ah, okay, vielleicht sollten wir doch die Truhen plündern. Eigentlich wollte ich nichts plündern. Damit wieder der Zähler nicht hoch tickt. Aber bei den Wolfsfällen, die brauchen wir halt, ne? Und Truhen, bei Truhen kann ich auch nicht widerstehen. Schaut euch das mal an, was wir hier bekommen. Mensch. So, wen haben wir denn hier? Fort. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln? Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Was? Da müssen wir 50 Gold zahlen? Zeig mir mal, was du hast.
Aber klar doch. Sag mir, was du brauchst. 50 Gold, damit er Ware. Uns was verkaufen darf. Was ist das denn? Ist ja Wucher. Ja, wir haben nicht so viel. Wir haben nicht viel. Die Schöpfkelle mal wieder. Und er hat jetzt auch nicht so viel. 600, ja, Heiltrank könnte man brauchen. Hat er. Wasser haben wir noch, oder? Wir haben 26 Wasser. Leere Fläschchen würde man brauchen. So. Okay, das ist hier quasi das lokale Forstamt. Oh, Assassine? Mach hier keinen Ärger, klar? Hast du nichts zu tun? Wer seid ihr denn? Assassine und Basir. Stör mich nicht. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Naja, wenn ich dein Gesicht so anschaue, ja. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Wüstenhändler. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, Seltenes, Kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Wo war der Überfall genau? Wenn du aus dem Westtor von Monterra Richtung Trelis reist, wirst du dort meinen alten Kram liegen sehen. Gesetzt dem Fall, dass die Rebellen nicht schon alles geplündert haben. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Okay, wir müssen also nochmal mit den Rebellen sprechen. So viel ist sicher. Mach hier keinen Ärger, klar? Du siehst durstig aus, Fremder. Wieso? Okay, hier verstehe ich, hier muss ich 5 Gold zahlen, damit ich was zu trinken bekomme. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt drauf an, was du brauchst. Jede Information kostet 5 Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Was soll's sein? Das ist ein Bucher. Wo gibt es hier was zu holen? Ein Kämpfer, wie du, sollte sich den Söldnern anschließen. Das ist wahrscheinlich das Beste für dich und bringt eine Menge Geld. Die wahren Bonzen der Stadt sind natürlich die Orks. Dazu müsstest du allerdings im Innern der Burg von den Orks geduldet werden. Erzähl mir was über diese Stadt. Monterra ist eine Handelsstadt und, wie soll das auch anders sein, von den Orks besetzt. Doch die Orks halten sich hauptsächlich im Innern der Burg auf. In den äußeren Bezirken von Monterra herrschen die Söldner der Orks. Hier ist das Händlerviertel der Stadt. Doch erwarte nicht zu viel. Seit die Orks die ganze Stadt umgraben, verirren sich nur noch sehr wenige Händler nach Monterra. Oh, was der immer, der wird jedes Mal Kohle. Erzähl mir mehr über die Ausgrabungen. Überall, wo die Ruinen des alten Volkes noch stehen, buddeln die Orks alles aus, was sie finden können. Noch weiß der Geier, was sie suchen. Ich habe gehört, dass es mittlerweile in fast jeder Stadt solche Ausgrabungen gibt.
Wer führt die Orks an in dieser Stadt? Sein Name ist Varek. Bisher habe selbst ich ihn noch nicht zu Gesicht bekommen. Er ist bisher noch nie aus dem inneren Burghof herausgekommen. Wie kommst du mit den Söldnern zurecht? Nun, es geht. Marek ist der Anführer der Truppe. Wenn die Jungs irgendwelchen Mist bauen, haut Marek ihnen auf die Finger. Wo finde ich diesen Marek? Seine Hütte ist hier schräg gegenüber der Kneipe. Aber er ist auch am inneren Burgtor zu finden. Gib mir was zu trinken. Ach, kein Problem. Jawohl, lecker Schnaps. Zeig mir deine Ware. Da haben wir jetzt 50 Goldstücke verpulvert. Das ist offenbar ein Rezept. Ich würde das gerne mitnehmen. Das Rezept. Dann hätte man nämlich auch so mal, sowas mal. Wir haben ja 6400 Gold. Das ist schon mal ganz okay. Gut. So, wen haben wir hier vorne? Hier ist offenbar ein Streitgespräch. Gehen wir gleich hin. Hier geht's wieder raus. Ist das der Haupteingang? Westlich. Ah, okay. Das ist der Westeingang. Und da ist auch noch ein Bahnhof. Den müssen wir auch noch anschauen. Mit den Rebellen vor der Stadt. Da müssen wir auf alle Fälle ein ernstes Wörtchen sprechen. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge hier mal weiterschauen. Wer weiß, wie weit es hier noch geht. Wir werden wahrscheinlich nicht in den inneren Ring kommen. Dazu vertrauen uns die Orks zu wenig. Aber mal schauen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.